Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Transport Heroes. So, unsere Farmburn hier läuft. Das heißt, die andere können wir jetzt cutten. Eigentlich ein bisschen kürzen. Also, Poseritz 3 sind. Wunschstraum fällt 3 weg. Und die 2. Und ich habe irgendwie einen Klops im Hals gerade. Ist sehr unangenehm. So. Haben wir jetzt für einen Takt auf Poseritz 13? Wahrscheinlich viel zu hohen. Deswegen wird der eine noch mit ins Depot fahren. Und auch der zweite. Früher hat das schließlich ein Zug alleine gemacht. Eine Dampflok, muss man dazu sagen, ne? So. Gleichzeitig wird diese heilige Brücke jetzt verschwinden. Wo halt? Och, ein Glück. Das wäre natürlich jetzt riesigen Pech gewesen. Da ausgerechnet gerade ein Zug drin gewesen wäre. Und ich denke, wir brauchen noch einen TGW. So. Und eine Frage, wie wir hier jetzt rauskommen. Wie kostet der TGW gleich noch? Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen jetzt gerade? So. Sagen später dazu mehr. Jetzt erstmal diesem Thema hier. So. Und so. Es war alles ein bisschen kompliziert gebaut ja eigentlich, aber es geht schon. So. Reißen wir trotzdem das Stück hier unten weg. Das hier reißen wir auf jeden Fall weg. Allein schon durch diese zu. Signale sind jetzt dran. Hier, hier und hier. Und dann können wir gerne nochmal hier wieder welche hinsetzen. Alles andere haben wir ja, glaube ich. Genau. So, jetzt müssen wir nur noch hier da vorne rein. Sozusagen das einfachste Stück, ne? Bestimmt überhaupt nicht viel wegreisen muss. Guck mal, das geht. Das geht auch. Hätte ich es nicht erwartet. Gut, das war klar, dass wir es abreißen müssen.
Weißt du, was ich hier aber gerne machen würde? Aufrüsten. Auf zwei Gleise zurückgehen, dafür mit zweiten Straßenanschluss versehen. Weil wir brauchen hier nicht so viel so viel Straßen. Können wir noch was machen? Ups. Was mir ureinfällt, irgendwie muss man doch eigentlich schon Burgen bauen können, oder? Das habe ich bisher noch nie gemacht. Hier würde ich übrigens auch gleich aufrüsten wollen noch. Aber ich glaube, das ist neu, ja. Gleich mache ich hier auch noch. Neues Bahnhofsgebäude. Ach dann, ne. Dann sind wir wenigstens hier ein bisschen modern. Wenigstens irgendwo ein bisschen. Das zoomt aber so schnell raus hier. Das Ende, was mit meiner Maus los ist. Hey, kriegst du Rot? So. Das hat der Bahnhof nämlich schon mal irgendwie einen viel größeren Bereich abgedeckt. Toll, ne? Tolles Ding. So, hier haben wir immer noch ein Gleis reinzulegen. So. Eigentlich wäre doch hier ein Kopfbahnhof viel schlauer, oder? Wenn ich jetzt mir das mal richtig überlege. Aber jetzt ist der einmal da. So oft können wir den jetzt auch wieder nicht ändern. So. Dann tun wir nochmal Blockstreckensignal hier vor und nach dem... nach der Brücke machen. Und dann erstellen wir gleich noch eine neue Linie. Neue Linie. Von hier nach hier. Dem hier tue ich mal noch das hier hinzufügen, damit es so wirklich gleich bleibt. Sehr gut. Ich würde hier aber den Zug nehmen wollen. Linie 2, die muss ich auch noch umbenennen. Die heißt nämlich Dreisen Poseritz. So. Fahren wir heute doch mal mit der Linie mit hier. Wenn wir schon was Neues gebaut haben, müssen wir mitfahren. Außerdem sind wir die Züge noch gar nicht mitgefahren auf der Map hier. Standbild. Speichert. Läuft weiter. Tolles Ding. Tolles Ding. Ja, Autos, haltet an. Ich bin wichtig. Ich bin ein Zug.
Und über die große Brücke geht es ja drüber. Aber das ist, an sich ist das da eigentlich auch eine Linie mit schöner Aussicht, deswegen muss man ja solche Wagen schon bauen hier. Schön ist auch, wenn hier mal viel los ist, dass sie an dem Signal stehen bleiben müssen. Wirklich, das ist doch eine Linie mit Aussicht. Bräuchte ich nur Panoramawagen und sowas. Hier wieder alte Relikte noch. Jetzt habe ich eigentlich am Anfang immer Trainführer oder Transportführer zur Anmoderation, fällt mir gerade so ein, weil ich den Lok gerade sehe und die immer so ein Sinnbild für Trainführer eigentlich war irgendwie. So, jetzt sind wir auf dem Güterstreckennetz. Direkt am Wasser. Jetzt zweigen wir unser eigenes kleines Netz wieder ab, gleich. So, zu kurzer Anschlussbahn im Endeffekt. Ich finde die Brücke ja genial. Vielleicht etwas übertrieben, aber das ist wie so die Hohenzollernbrücke in Köln. Bloß, dass ich ja eigentlich nicht mit so vielen Zügen drüber fahre. Ich mag solche Nadelöhre eigentlich, oder? Das müsste man vielleicht, wenn wir nochmal irgendwie eine Map spielen sollten, müssen wir ein Nadelöhr machen. Da können wir uns gleich nochmal ein bisschen Generationsunterschied hier angucken. Also, nicht vergessen, mit was ich dort fahre. Das ist der Altbestand. Das ist neu. Ist ja noch älter als ich dachte, was hier drauf fährt. Oh, Gottes Willen. Guck mal, der zweite Zug ist auch schon da. Hatte bisher keinen Konflikt mit Dings, ja. So, wie sieht's denn aus? TGW. Wollen wir da offenbar die Jungen von Fort noch oben mitmachen? Der fährt da leer. Was ist da los? Der fährt wohl so, wie er will, hä? Fährt er eigentlich, wo man das noch willst, oder ne? Erwarten wir den Zug mal hier und wollen ja immer auf der ganzen Strecke eigentlich vorn sehen, ne? Hat alles schönes Plus zusammen hier. Das hat mich jetzt ein bisschen verwundert, dass der jetzt ja im gleichen Gleis wieder zurückgefahren ist. Also was heißt ein bisschen, das hat mich total verwundert. Ich bin eigentlich richtig perplex, bin ich. Aber das ist doch endlich mal was hier, ein bisschen was mit Dannes hier auf den Gleisen.
Trotzdem noch so ein alter Bahnhof, kann ich den da fusten? Da habe ich jetzt ganz schön viel Bewohner gelöscht, aber ist mir eigentlich egal, weil ich den Bahnhof viel schöner finde. Ja, es sitzt nämlich irgendwie gar keiner mehr drin jetzt. Toll. Jetzt der Zug ist sogar schneller. What the fuck? Er ist eher losgefahren, ne? Ich habe eine viel größere Trägheit. Der Zug ist ja viel schwerer und so, ne? Ne? So, wenn wir die Strecke geschafft haben, ist die Folge dann für heute auch beendet. Jetzt steht das Bild. Toll. Dann müssen wir eigentlich schon relativ weit mit Folgen fortgeschritten sein. Dann kann ich euch bald verraten, was bei Folge 100 passieren wird. Vor uns hatte ich fast mal Geld für den zweiten, ne? Jetzt sieht es aber gerade ganz mauser aus. Ich habe aber gerade gefühlt 500.000 Passagiere gelöscht. Wenn man danach geht. Keiner geht irgendwo hin. Nein, nein. Wir bleiben alle hier stehen. So. Er fährt sogar weiter mit 11 Passagieren. Wow. Wollten damals nie so viele oder noch oder was? Echt schade. Ist ja eine schöne Strecke hier lang eigentlich. Aber ich glaube einfach nicht für den Schnellzug eigentlich ausgelegt, ja. Wo der ja nochmal schön Gas gibt. Also die haben sich auch ganz schön geändert hier oben. Gerade eben sind ja noch Dampfloks gefahren, ne? Schon fahren hier 292 Passagiere mit. Sind wir eigentlich noch, wo die alle aussteigen? Wenn hier 292 Leute einsteigen, müssen die unten irgendwo aussteigen wieder. Ne, der Zug wird da voll im Endeffekt. Die alle hier aussteigen. Ah, hier warten die Ofen und 5 Leute. Ich sag mal so, von Kapazitäten her lohnt sich es auf jeden Fall, noch einen zweiten Tisch hier drauf zu setzen, weil ich denke mal, da wird sogar noch mehr Leute mitfahren. Ist ja im Endeffekt sogar schneller als diese Flugverbindung. Glaube ich. Gucken wir noch schnell zur Welt, wie viel das bringt. Und danach ist dann Schluss für heute. Weil noch ein Tisch weh kaufen ist jetzt gerade nicht drin. So, guck mal, 1,6 Millionen. Da musst du eigentlich ordentlich Umsatz hier machen, dann ist gleich. Muss aber Geld hier hageln. Oder nett. So, jetzt müssen ja auch 1000 Leute aussteigen, weil umsteigen können sie nicht. Ja. Nichts wartend, ne? Die werden sich auch gleich auch für Leute, die was sammeln können.
Schön, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.